Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Kampagne von Transportfeuer 2. Wir sind in der Deutschland-Mission der zwei stehen geblieben und wir haben heute einen Kontrast vor. Und zwar fahren wir als erstes mit dem langsamen kleinen Schienenbus und danach kümmern wir uns um den modernen ICE. So, dann würde ich sagen, steigen wir hier mal in den Schienenbus ein. Wir haben mal wieder Scheiben drin. Seht ihr vielleicht. Ich hätte Bock, mich mal hier hinzusetzen, ehrlich gesagt. So. Noch mal eine Stunde Sitz mit Fahrt im Schienenbus. So. Ist ja manchmal ein bisschen buggy alles, aber ich hoffe, das fällt jetzt nicht so sehr auf bei den Scheiben. Ich mag die an sich gerade. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass bei so Schienenbussen keine automatischen Ansagen drin sind. Aber cool, dass wir nochmal einen Schienenbus sehen auf der Strecke. Das fand ich nochmal wichtig. Und nochmal ein schöner Passagier an sich, sogar mit Schatteneffekten, das ist doch schön. Nächster Halt ist Greding, Ausstieg rechts. Oberleitungen müssen hier eigentlich echt weg, das ist echt das Schienenbus. Da steht der Gegenzug. Der ist dann ein bisschen buggy, weil das natürlich mit den Scheiben, ihr kennt das übliche Problem. Ich finde aber die Ansicht gerade so schön, dass ich da einfach drauf pfeife. So, und dann Tür wieder zu. Klapptür hatte ich letzte Folge schon mal gesprochen. Quatsch, letzte. War vor zwei Missionen? Letzte Mission. Letzte Mission war Rumänien, ne? Dann war es letzte Mission. Über diese Klapptüren. Da haben wir so langweilig, glaube ich, über Bustüren gesprochen. Kommt auch mal vor. Hat die gesamte. Ne, ich wollte gerade sagen, hat die gesamte jetzt Oberleitung so gestrickt, dass wir unten gewesen. Ne, jetzt haben wir wieder schöne diese Strecke für uns. Das sieht schon wesentlich schöner aus dann. Das habe ich mir gedacht. Als kleiner Kontrast, wir starten mit dem alten, mit einem langsamen Schienenbus und werden dann den modernen Intercity. Moin. ICE errichten. Hallo, ich nehme gerade auf. Ach so, sorry. Ich bin gerade, das habe ich vergessen, dass ich noch im Discord. Ich wollte noch wissen, wie der Stream lief. Sorry. Kein Problem. Sorry für die Unterbrechung. Ciao. Ciao. Das war mein Fehler. Ich war noch auf dem Discord-Server. Das muss ich gleich mal ändern. So, dann steigen wir wieder aus und gehen mal ganz kurz auf den Discord-Server. Ja, Profi, habe ich schon mal gesagt, dass ich ein Profi bin. Wo ist denn Discord? Hier haben wir es. Da raus, genau. Da kann er jetzt nichts für, das war my fault. Da habe ich einfach vergessen, aus dem Discord-Server rauszugehen. Und jetzt sehen wir die beiden Züge auch gemeinsam rausfahren. Komm, das gucken wir uns nochmal an hier. Und dann kümmern wir uns um die ICE. Wie versprochen. Oder wartet er jetzt hier wegen auf irgendwie, weil so viele Züge unterwegs sind? Weil hier keine Signale zwischen sind. Ja, dann sehen wir es halt nicht an. Wir müssen gleich auch mal wieder ein bisschen Züge eindämmen. Wir brauchen alle 3-Minuten-Takt oder so brauchen wir Züge. Wir sollten ja für die letzte Aufgabe auf einmal so einen Megatakt auf einmal überall einrichten. Den werden wir gleich wieder aufgeben. Das ist einfach unrentabel und unlogisch, so ein großer Takt. Also mit meiner Transportwiederfahren sage ich, 3 Minuten reicht völlig. Dann verkaufen wir nochmal welche von den Zügen. So. Jetzt sind wir bei 2 Minuten. Ich kann sogar noch einen verkaufen für mich. Die sind nicht voll. Zack. Dann haben wir jetzt 140, 121 Sekunden. Ich glaube, den könnten wir noch einverkaufen. Dann haben wir jetzt 144. Ja, da bei der 144 passt. Wir könnten hier 3 Minuten. Ja, okay.
passt erstmal. Jetzt wollten wir den Intercity mal, den Test so gleich mal ausprobieren. Welche Städte müssen wir dann noch verbinden? Fahrzeit Stuttgart, Mannheim. Wir haben Frankfurt. Frankfurt-Würzburg ist verbunden. Würzburg-Nürnberg ist auch verbunden. Stuttgart-Mannheim müssen wir verbinden. Wolf-Mannheim. Das ist verbunden. Und als nächste Sache war Würzburg-Nürnberg. Hä? Würzburg-Nürnberg ist verbunden. Frankfurt-Würzburg ist verbunden. Mannheim-Frankfurt ist verbunden. Stuttgart-Mannheim ist verbunden. Nee, wir haben alle schon verbunden. Da müssen wir nur noch zwei ICEs kaufen. Zwei Test-ICEs. Und die steigen wir gleich mal ein dann auch. Und dann haben wir es auch geschafft. So, kurze Variante. Kaufen wir mal. Und dann setzen wir mal mit auf die IC-Linie. Ist eigentlich relativ egal. Aber dann können wir ihn mal in voller Pracht genießen, den Test-IC. Und natürlich steigen wir jetzt hier ein. Und dann schauen wir mal, ob wir die Fahrzeiten knacken. Ja, das Signal steht da sehr doof. km/h. Wenn wir allerdings viel warten müssen, dann werden wir die Fahrzeuge nicht knacken. Das sollte klar sein. Weil die AEs hier aneinander vorbei müssen. Das ist vielleicht nicht die beste Konstruktion gewesen, dass die AEs hier immer stehen. Jetzt geht's los mit dem ICE. Der beschleunigt natürlich ordentlich, der hat kaum Wagen hinten dran. Beim ICE 1 ist es ja auch so, dass der zwei Antriebswagen, zwei Loks, könnte man fast sogar beim ICE 1 sagen, finde ich, hat. Ne, Antriebswagen ist was anderes, so wird er fast. Wieder warten. Wenn wir die ganze Zeit warten müssen, ist es natürlich schwierig, die Zeit anzuhalten, die wir haben sollen. Was machen die denn hier? Warum fahren die so viel Intercity-Verkehr oder was ist los? Die stehen ja auch wieder. Steht hier schon wieder? Hier steht schon wieder alles. Weil hier irgendwie so ein Kollege wieder zu blöd ist, richtig rumzufahren. Er steht hier falsch rum. Das ist schon mal klar. Und er steht auch falsch rum. Schauen wir mal, ob das jetzt passt. Ne, die Säulen, die fahren hier so kreuz und quer. Ach, die fahren da eingleisig. Natürlich fahren die hier eingleisig. Warum sollten die auch nicht hier eingleisig fahren? Quatsch hier. So, Intercity. Die verwalten. Dieses eingleisige Quatsch, der regt mich einfach nur auf. Das ist echt. Das war ein Transportführer besser da. Der ist teilweise besser erkannt. Wie die Loks fahren sollten, fand ich. Vielleicht bin ich einfach nur so blöd, aber ich glaube, das war wirklich angenehmer. Wir müssen auch, glaube ich, nach Nürnberg nochmal Würzburg hinzufügen, oder? Ja. Und dann nochmal Würzburg. Zack. Perfekt. Und jetzt gucken wir wieder, dass wir den ICE wieder kriegen. Das ist wieder... Früher habe ich sowas immer gesagt, ich will mal eine störungsfreie Mitfahrt haben. Das auch immer nicht geklappt hat, aber es ist ja auch irgendwie Züge, die mal Quatsch bauen. Problem ist, jetzt fährt er natürlich den ganzen Intercity hinterher. Die 140 fahren auf der Strecke. Könnt ihr jetzt bitte mal losjuckeln hier alle? Ja, er weigert sich auch noch. Ja, wartet. Fahr los. Tschüss, hau ab. Ich erinnere mich da an das Video, was heute, also für mich heute kam, die Challenge, für euch vor 3-4 Wochen vermutlich. Die erste Challenge mit dem Seitenspinner, wo ich mich leicht auch über Züge aufgeregt habe.
Also das kann ich ganz gut. Zug 3, was ist denn mit Zug 3? Der steht... Die stehen sich jetzt gegenüber. Natürlich stehen die sich jetzt gegenüber. Dann fahr du mal zurück. Richtung Stadt. Und jetzt schaue ich mal kurz, ob hier auch wieder eingleisig fahren. Natürlich tun sie es wahrscheinlich. Warum frage ich eigentlich? Warum frage ich eigentlich? Warum sollten die hier zweigleisig fahren? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Quatsch hier echt. Okay, dann gehen wir jetzt wieder auf Terminal. Du sollst bitte, wenn du das erste Mal hier reinfährst, auf Terminal 4 halten. Und dann da hinten zweigleisig weiterfahren. Ja, sehr gut. Perfekt. Und jetzt sollten sie auch mal richtig fahren. Du bitte in die andere Richtung jetzt. Quatsch hier echt. Wir müssen den ICE gleich mal ein bisschen anhalten, würde ich sagen. Wir drehen den jetzt. Ich habe eine Idee. Der ICE, wo fährt er denn? Hier fährt er. Haben wir den gedreht und dass er dann bis hinten durchfährt? Vermutlich ja. Nee, er fährt nicht weiter. Okay. Schade. Und ich würde den gerne ein bisschen drehen und dann erstmal von Frankfurt starten lassen. Wir können die andere Strecke auch gleich schon mal in ICE kaufen. Dann haben wir schon mal beide Strecken abgedeckt. Obwohl ich gerne mit beiden Strecken, beide Strecken gerne mitfahren würde mit dem ICE, ehrlich gesagt. Wir machen aber ein bisschen ICE fahren jetzt hier. Und schauen wir mal, was die für einen Takt erreicht. Oder der für einen Takt erreicht. Dann jetzt Vollgas. Wir hatten hier die eine Brücke schon ersetzt. Die wusste ich, dass ich später noch Probleme bereiten könnte. Das ist die hier vorne. Und wir dürfen schon wieder warten. Ich hoffe wirklich. Jetzt beschleunigt er wieder. Okay, also wahrscheinlich einfach nur, weil die anderen so langsam sind. Notfalls würde ich sagen, der steht jetzt immer gleich in Ingolstadt und wartet da. Dann blockiert er halt die anderen Züge, das ist dann egal. Der ICE, um dann wirklich freie Fahrt zu haben für so ein paar Minütchen. So, hier warten viele Leute auf den Intercity. Richtung Ingolstadt jetzt gar nicht mal so viel, aber Ingolstadt ist eigentlich gar nicht so eine Intercity-Stadt, glaube ich. Das ist gar nicht mal so eine große Stadt. Aber die habe ich trotzdem mal an Intercity angebunden, das wird ja wohl noch gehen. So, dann würde ich sagen, Speed. Beziehungsweise jetzt noch nicht. Wir juckeln ja immer noch hinter dem Regionalexpress hinterher. Beschleunigt zwar echt gut. Und der steht schon wieder hier falsch rum. Das kann nicht wahr sein. Was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich gar nicht auswählen. Ich habe wieder Dings geöffnet. Du stehst schon wieder falsch rum da drin. Das ist... Es ist manchmal echt... Manchmal ist es einfach nur noch... nervig. Und tschüss, Farb. Los, hau ab. Weil die warten jetzt natürlich alle hintereinander, die ganzen Züge.
So. Ich muss jetzt mal warten. Jetzt lassen wir erstmal die Züge schnell rausfahren. Wir machen gleich eine ruhigere ICE mit Fahrt. Wenn der einmal im Bahnhof ist, dann lassen wir den Ingolstadt. Ich weiß, wir sollen in Ingolstadt eigentlich gerade losfahren, der ICE, aber dann haben wir hier ein bisschen Ruhe. Dann lassen wir den erstmal ein bisschen warten. Ingolstadt dürfte auch ganz gut wachsen, eigentlich. Oder auch nicht. Hm? Warum wächst du nicht? Müsstest du nicht eigentlich wachsen? Du hast mega gute Anbindungen hier. Obwohl nicht in alle Richtungen, aber zumindest Richtung Frankfurt. Auf lange Sicht. Oder Richtung Nürnberg. So, stopp. Und dann warten wir jetzt, bis die ganzen Züge weg sind. Die sich schon wieder anstellen. Vermutlich einfach nur, weil es hier zu ist. Naja, die fahren jetzt alle danach weg. Aber ich kann es nicht ändern. So. Ich warte jetzt erstmal, bis alle durch Nürnberg durch sind. Alle Intercities, die noch vor uns sind. Er muss wegfahren und der nächste muss auch noch durch Nürnberg durch. Und dann war es das. Noch Fahrzeug Würzburg, Nürnberg hat das schon geschafft. Sehr gut. Aber wir warten jetzt trotzdem nochmal und drehen. Und lassen jetzt einsteigen. Wir haben noch auf schnell, ne? Ja, ich wollte gerade schon sagen, der wird jetzt relativ schnell hier lang sausen. Dann wollen wir mal gucken, was er auf den Teilabschnitten jeweils schafft in Geschwindigkeit. Warum wartet der jetzt eigentlich? Ist hier noch ein Zug im Weg? Oder willst du wieder eingleisig fahren? Nee. Auf wen wartest du? Oder vielleicht auf den Schienenbus. Das kann natürlich sein, dass er auf den Schienenbus jemand wartet. Wir nehmen gleich mal ein Signal für den Schienenbus hin. Bis der reingefahren ist und dann wird der losfahren hier. Auch schönes Bild, warte. Perfekt. ICE und Schienenbus zusammen. Das ist auch, gibt's auch nicht so häufig, glaube ich. Und jetzt Vollspeed. Da es ein Test-ICE ist, werde ich jetzt hier nicht groß Ansagen machen. Der ist mit dem Testen der Zug. Selbst hier schafft er schon 180 oder 200 gleich. Das wird der andere normale ICE-1 niemals schaffen. Der hat deutlich mehr Wagen. So, dann wollen wir mal gucken, wie schnell der jetzt wird hier. Dann will ich ihn auch gleich mal von außen sehen, wenn er 200 schafft. Ich glaube 300, die haben ja gesagt, die Testversion schafft 350, beziehungsweise der Deutsche auf einer Fahrt mal 350, ist da glaube ich mal Weltrekord gefahren damals. Ich weiß nicht, wie weit wir das noch haben. Wir sind nicht mehr so weit. Also ich glaube, so schnell wird er auf dem Teilstück nicht. Ich glaube, der wird deutlich schneller auf dem Teilstück zwischen, ist das Würzburg oder Würzburg und Frankfurt. Hier geht er jetzt schon wieder in die Bremse.
Und da fahren wir jetzt ab. In Richtung Frankfurt. Und jetzt müsst ihr wirklich 200 packen, oder? Vielleicht sogar mehr, mal gucken. Wir sind jetzt schon bei 130. Aber man muss sagen, bei dem Level das erste Mal, dass die Musik irgendwie komisch ist. Ich weiß ja nicht, was ich für das Level jetzt für eine Musik genommen hätte. 200. Da haben wir es. Durchsaust. 217 hat er hier geschafft. War schon ganz schön schnell. Und dann haben wir, glaube ich, die Fahrzeit Richtung Frankfurt auch geschafft. Warum nicht, wenn wir jetzt hier nicht allzu lange noch auf die Einfahrt warten müssen. Auch geht. Kann direkt einfahren. Oder auch nicht. Da ist noch einer auf seinem Gleis. Kann er einfahren. Und jetzt gucken wir mal, ob er die Fahrzeit auch schon geschafft hat. Noch nicht, aber gleich, denke ich mal. Ich glaube, das sollte locker gepackt haben. Die andere Zeit. Oder? Ja, sehr gut. Dann kaufen wir jetzt noch einen auf der anderen Strecke, machen da noch eine ICE-Mitfahrt. Also heute wird es 4 ICE zu sehen. Mich freut das. Testzug. Und da will ich jetzt aber wirklich 250 oder so sehen. Mit auf die Stuttgart-Frankfurt-Linie. So, auf wen wartet er jetzt hier? Ist da wieder gerade einer unterwegs? Ach, weil er hier auf das Gleis muss. Genau, die fahren ja irgendwie auf das andere Gleis. Das könnte aber funktionieren, wenn der Zug durch ist, dass er dann trotzdem auf dem anderen Gleis unterwegs fahren kann. Außerdem würde ich ihn dann wahrscheinlich eh drehen. Damit er direkt von Stuttgart das mitnimmt. Kommt er? Ne, kommt er immer noch nicht. Fährt noch nicht. Ah, hier fährt noch einer. Dann wollen wir mal gucken, wenn der nächste hier entgegenkommt. Halten wir den kurz an. Dann kommt er nicht auf die Idee, gleich den ICE zu blockieren. Außerdem haben wir dann mehr Platz vor dem ICE. Obwohl, nee, gar nicht. Wir haben hinter dem ICE mehr Platz. Man hat da, glaube ich, trotzdem ein bisschen Ruhe, um anzukommen. Und der kann rausfahren. Und jetzt können wir ihn auch losfahren lassen. Und ihm würde ich jetzt gleich mal drehen. Zack. Einmal bitte drehen und dann nach Frankfurt rein. Oder nach Stuttgart. Nee, das ist Stuttgart hier. Warten wir kurz, bis der andere Zug draußen ist. Dann will ich mal wirklich 300 sehen. Obwohl, schafft er 300 auf dem Teilsteck? Müssen wir gucken. In Stuttgart Hauptbahnhof. Sieht in Realität auch etwas älter aus. Und dann gibt es weitere Highspeed-Fahrten im ICE. Wenn der losfahren kann hier natürlich. Durch. Ich hoffe, dass der jetzt nicht zu sehr blockiert da hinten. Sollte gehen, eventuell. Wir schauen mal. Bei der Intercity halt nur 140 kann.
das Bild hier sehr gerne. Warte mal, lass uns mal hier über die Brücke außen gucken. Hat schon was. Ja, cool. Wie er da über der Stadt vorbeizieht. $200 haben wir gleich. Ich stelle der andere Zug dann auch mal vorbei. Hm? 210. Ich glaube, er muss gerade ein bisschen bremsen. 20, jetzt bremst er wieder. Schade eigentlich, aber er könnte sogar noch schneller werden mit 220 hier auf der Strecke. Kommt er jetzt vom Signal zum Stehen noch? Ich glaube ja. Oder liegt daran, dass wir jetzt hier die... Nee, er bremst vom Signal. Wo steht ein anderer Zug? Ist er weg? Ah, da fährt er hinten erst aus. Aber sollten wir trotzdem gepackt haben, die Zeit, oder? Schauen wir. Ja, perfekt, hat er. Und jetzt gibt es den letzten Abschnitt. Kann sein, dass er jetzt nicht ständig die Höchstgeschwindigkeit packt. Ich freue mich schon, wenn hier gleich die richtigen ICEs unterwegs sind. Die werden die 250 auf der Strecke wahrscheinlich nicht packen. Ich denke, aber so 200 werden sie wohl packen zwischen Würzburg, zwischen Stuttgart und Mannheim. Mann, was ist los? Ich habe hier manchmal, wenn ich Kohlensäure trinke, also Cola und so, so viel, habe ich so einen Schluck auf. Ach, auch schön. Schöne Ansicht. Fand ich gerade witzig. Wir können noch ein bisschen was rausgehen, dass wir ein bisschen von außen sehen. So. Hat auch ein schönes Bild. Jetzt haben wir überhaupt keine, aber wie gesagt, das war ja auch keine richtige ICE-Mitfahrt. Wir machen nächste Folge vielleicht nochmal eine ICE-Mitfahrt mit Ansagen. Darauf hätte ich auch Bock. Das sind ja nur die Testfahrten, die wir hier gerade zeigen. Es gibt, man kann nie genug ICE sein, oder? Mal dir. Müssen wir hier noch mal warten, dass wir in den Bahnhof reinfahren dürfen? Da müsste jetzt schon der Gegenzug gleich wieder rauskommen. Da kommt er, genau. Sehr schön, dass wir den rausfahren. Lassen wir den ICE einfahren. Und dann sollten wir es geschafft haben. Oh, das schafft er nicht, Mannheim, Frankfurt. Warte mal kurz, dann habe ich eine andere Möglichkeit. Einmal drehen. Und ich hoffe, dass er jetzt auf die Idee kommt, gleich dadurch das zu schaffen, zeitlich. Komm, ICE, das schaffst du. Das liegt daran, dass er gerade da warten musste vom Bahnhof. Sonst hätten wir das, wäre das kein Problem gewesen. Und wir kommen in Mannheim jetzt aber locker. Ja, sehr gut. Bravo. Der Regelbetrieb kann aufgenommen werden. Der ICE verbindet die klassischen Vorteile der Bahn mit marktgerechten Reisegeschwindigkeiten. Halb so schnell wie das Flugzeug, doppelt so schnell wie das Auto. Dann würde ich sagen, verkaufen wir die beiden Test-ICEs erstmal wieder. Und ich habe mir eine Idee. Ich habe eine Idee, wie ich das umstellen will eigentlich. Und zwar würde ich nach Ingolstadt hinten nicht mehr den ICE fahren lassen. Da ist der Bahnhof, glaube ich, auch zu kurz für. Hier ist es eine ICE-Strecke und dann hätte ich nämlich überlegt, ob wir dann hier mal hier runter verbinden, dass wir sozusagen können das ja auch hier durch den Bahnhof verbinden. Also hier zumindest Ansbach hier anbinden, Ansbach. Vielleicht sogar an dem Bahnhof vorbei hier so zwei schnellere Strecken legen. Ansbach bekommt einen IC halt. Kreuzheim nicht. Heilbronn bekommt einen IC halt. Und dann werden wir nach Stuttgart den hier runterfahren lassen. Vielleicht sogar mit auf die Schnellfahrstrecke. Oh, das ist eigentlich eine ICE-Strecke. Da würde ich eigentlich keinen IC drauf schicken. Dann fahren wir vielleicht auch durch Mündezahl mit dem IC dran vorbei.
Und zwischendurch gibt es dann noch einen RE, der hält jetzt hier in Mündelsheim, Heilbronn, der hält bis Nürnberg überall, das ist dann der RE. Und der IC hält halt in Stuttgart, Heilbronn, Ansbach, Nürnberg. Wäre so meine Idee. Da könnten wir von hier aus noch eine Strecke bauen. Ein RE, Ingolstadt, Ulm. Rübingen. Okay, Rübingen und Heilbronn. Die Strecke steht auch schon, erstaunlicherweise. Ja, dann lass uns mal loslegen mit dem anderen Streckenbau. Dann machen wir dafür jedenfalls noch diese Folge und dann würde ich sagen, ja, 32 Minuten. Wir haben noch Zeit. Ne, hier würde ich schon eine schnellere Strecke legen, dass die auch ihre Geschwindigkeiten ausfahren können, auch die Intercities. Ich würde aber an Mündelsheim vorbeigehen und dann nach Heilbronn halt rein. Wir müssen dann in Heilbronn gucken, wie wir die Kurve bauen. Jetzt hier so, ja, hier so rum würde ich sagen, genau. Ein bisschen Umweg. Aber passt schon, würde ich sagen. So. Wir können hier das hier nehmen. Ich meine, der IC ist ja nicht so schnell. Schon? Ja, genau, so wollte ich das bauen. Sehr gut. Das wird dann so eine klassische IC-Strecke eher. Dann haben wir IC, ICE, RE und RB sogar. Also RB ist jetzt mehr der Schienenbus, aber weil hier alle Zugtypen vertreten. Das finde ich cool. So. Oh ja, natürlich, wer hat die falsche Seite angebunden? Wer ist der Meister in falsche Seiten anbinden? Irgendwas muss man ja gut sein. Und wenn es nur darin ist, Zugstrecken auf der falschen Seite in einem Spiel anzubinden. Habe ich schon wieder keine Oberleitung. Ich hasse mich dafür, dass ich jedes Mal vergesse, Oberleitung zu bauen. Oder das einzustellen, dass er verdammt nochmal beim Start direkt Oberleitung mitnimmt. Das werde ich jetzt nämlich machen. So. Hier. Oberleitung, ja. Und jetzt sollte er es gespeichert haben, jetzt sollte er auch immer mit Oberleitung bauen. So. Perfekt. Dann hier noch Oberleitung ran. Sehr gut. Kreuzheim ist das, genau. Wir gehen hier so raus. Das ist hier die Nebenstrecke, die andere. Wir gehen hier ran vorbei an Kreuzheim. Da können die, fährt der andere Zug wieder aus der Hauptstrecke ausgefädelt sozusagen. Und der Intercity fährt hier so nebenher, neben dem Bahnhof. Das finde ich ganz realistisch. So, genau. Gut. Und dann haben wir das. Guck mal, hier ist sogar ein bisschen aufgeteilt die Strecke, aber das kommt auch mal vor. Also finde ich jetzt gar nicht so unrealistisch. Obwohl, nee, daran liegt es natürlich, weil wir es hier nicht angeschlossen haben. Aber dass sich das mal so ein bisschen aufteilt, kommt durchaus vor. So, wenn wir jetzt so das hier anschließen, würde das gehen? Wie sieht das aus? Wir eine Kreuzwäsche hin? Ne, wir machen das anders. Das sieht ja doof aus mit der Kreuzwäsche. Wir machen das so. So, perfekt. Dann könnte ich hier rausfahren. Hier fährt dann die Strecke wieder auf die andere drauf. Fädelt sich wieder ein. Wir können ja auch ein realistisches Einfädeln mal machen. Nicht immer diese Kreuzwäsche, sondern normalerweise wird das so gebaut. Und dann so. Hier fädelt sich die RE halt wieder ein. Hier dasselbe. Ist das hier eine? Hier genau, ist das eine langsamere Strecke. So, hier können sie ruhig langsam fahren, das ist nicht das Problem. Zack.
Dann geht's hier rüber. Zack. Das. Auf der anderen Seite müssen wir auch wieder die Strecke wieder einfädeln. Und hier nochmal rüber. So, dann haben wir das auch. Da ist der Bahnhof da. Die Einfädelungsstelle, die Einfädelungsstelle. Dann geht es gleich noch vorbei am Bahnhof von Rohr. Wo auch der Regionalexpress wieder rausfahren wird. Wir fahren jetzt hier nebenher. So, genau. Dann treffen die sich alle in Nürnberg. Dann wird Nürnberg echt der Verkehrsknoten. Aber Nürnberg ist auch der größte Bahnhof, also nicht größte, aber der hat richtig viele Gleise. Das ist auch ein wichtiger Verkehrsknoten. Da passt das nämlich. Nürnberg ist dann, sagen aus einer Richtung kommen dann die Strecken nach Nürnberg. Ich würde sagen, der RE von Ingolstadt, den würde ich überlegen, ob ich den auch nicht sogar in, den wollte ich ja hier in Heilbronn wahrscheinlich auch enden lassen. Ich den eventuell nicht auch in Nürnberg starten lasse. Dass dieser Abschnitt ja zweimal befahren wird, das ist jetzt aber nicht so wild. So. Ich werde mal ganz kurz die Folge pausieren. Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Warum höre ich nichts? Habe ich gerade die Dings rausgezogen. Jetzt. Okay, gut. Weiter geht's. Wir wollten gerade den Intercity bzw. Regio oder Regionalexpress hier einrichten. Regionalzug. Auf der Strecke. So. Ich überlege sogar, ob wir jetzt hier als Parallelgleis reingehen. Ja, hier könnte es eng werden. Jetzt hier so sagen, dann hier, fahren wir hier mit drei Gleisen auf einmal. Ich hoffe, dass der Regionalzug dann nicht zu sehr jetzt wieder an der einen Stelle hier steht, aber wenn sich die einigermaßen verteilen, sollte das gehen. Das passt. Hier habe ich noch nicht angebunden, fällt mir gerade auf. Hier würde ich eventuell sogar so rausgehen. So, einfach mit zwei Gleisen hier einfädeln. Zack. Dann können wir das hier nochmal wegnehmen. Dann können wir den ja auch anbinden. Dann haben wir jetzt die Strecken auch fertig. Sehr gut. Dann würde ich die Intercities einfach Linie einfach umändern. Das sollte gehen. Einfach stoppen. Gucken wir den Takt nachher an. Wir ändern die IC-Linie um von Stuttgart. Nürnberg in der Stadt, das passt. Dann Frankfurt raus, Würzburg raus, Nürnberg bleibt. Würzburg hinten auch raus. Nehmen wir jetzt mal alle raus, so passt schon. Stuttgart. Das ist, da hält er nicht, der hält hier. Der hält in Ansbach. Dann fährt er bis Nürnberg und dann hält er nochmal in Ingolstadt. Gut.
Sehr schön, dann haben wir das auch. Und dann noch eine neue Linie. Schaue ich mir ganz kurz an, ob die jetzt auch alle zweigleisig fahren. Also hier fahren sie zweigleisig, sehr gut. Und die scheinen... Nee. Warum war mir das klar? Nach Heilbronn. So, ja, das passt. Hier wird auch zweigleisig gefahren, genau. Hier hinter nicht mehr. Okay. Hinter Ansbach. Sehr gut. Das passt. Dann sollte jetzt alles passen. Dann stelle ich die REs fahren jetzt, oder die Intercities fahren jetzt eh gleich darunter vermutlich. Das Problem ist nur, wenn die hier sind, obwohl die können ja bis Nürnberg fahren und dann wieder zurücksetzen. Das geht ja. Wir werden jetzt noch ein paar Regionalzüge kaufen. Wo kaufen wir die am besten? Wir können die auch hinten in. Das wir können die alle hier kaufen. Das heißt, wir werden jetzt hier, was nehmen wir denn hier? Ein paar Pendelzüge oder ein paar diese Rapti 125, 130. Pendelzüge wären fast zu lang, würde ich sagen. Nehmen wir mal den, aber auch wenn die nur 130, 125, ist eigentlich auch kein Unterschied. Ist echt egal. Aber Doppeltraktion. Kaufen. 1, 2, 3, 4. Ist auch eine RB, würde ich ja sagen, oder? Hm. Ach ja, ich habe ja schon eine Linie. Ich bin ein Trottel manchmal. Du sollst. Wo sind sie jetzt? Sinsheim haben wir nicht angebunden, ne? Sinsheim müsste nochmal irgendwie angebunden werden, fällt mir gerade auf. Dann würde ich aber sagen, machen wir Eisenbahnknoten Heilbronn. Oder wir lassen den hier rüberfahren. Wir lassen Ingolstadt. Das wäre auch eine Idee. Der fährt von Nürnberg, Ingolstadt, Ulm, Kreidlingen, Heilbronn, Sinsheim, Mannheim. Mannheim ist ja der Umsteigebahnhof. Genau, das machen wir so. Dann treffen die sich hier einfach nur alle in Heilbronn. Das könnte relativ voll werden, der Bahnhof fällt mir gerade auf. Aber gut. Und dann gehen wir hier rechts auch nochmal raus. Jetzt wollte ich Was wollte ich jetzt machen? Die auf die Strecke schicken. Und dann haben wir schon mal alle Städte angebunden. Welche Strecke ist das? 4? Das muss die sein, ne? Ja, die. Linie 2, die nennen wir mal um. In. B1 Stuttgart. Nürnberg. Sehr gut, dann haben wir das auch. Jetzt fehlt noch die letzte Linie eigentlich hier. Die machen wir jetzt auch noch. Wie gesagt, wir binden jetzt mal alles an. Haben wir es schon mal fertig. Vermutlich wird dann auch noch, kann es sein, dass nächste Folge dann wieder nur noch so eine reine Mitfahrtfolge wird. Da habe ich aber auch Bock drauf. So, hier sogar relativ viel eingleisige Abschnitte, aber der ist jetzt zweigleisig. Wir können auch bis hier zweigleisig machen. Hier würde ich dann diesen Pendelzug eventuell einsetzen. Weil der hier alleine die Gleise, auch die mittelgroße Stadt Ulm bedient. Und zwar kein Fernverkehrsanschluss, aber ist in Ordnung. So. Können dann ja in Ingolstadt schon in den Fernverkehr umsteigen. Ich überlege gerade, ob wir den in Ingolstadt überhaupt halten lassen oder ob wir den bis Nürnberg durchbinden. Dass der in Ulm und dann direkt nach Nürnberg fährt. Weil der hier halten ja schon so viele von den anderen Zügen. Dann machen wir es so. Der wird also nicht in Ingolstadt halten. Das ist zwar ein bisschen doof, weil die dann alle hier umsteigen müssen in den Intercity. Dann,
Aber sonst wird der Bahnhof zu voll. Das machen wir so. Dann könnten wir aber eigentlich auch sagen, wir bauen hier direkt durch. Wir bauen gar nicht erst hier hinten rum. Ja, dann machen wir das so. Nehmen wir die Gleise wieder weg. Würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt hier direkt nach Nürnberg rauf. Wo ist Nürnberg? Da vorne. Das heißt, wir müssen hier durch den Wald. Ha! Das wird eine schöne Strecke. Direkt durch den Wald. Das wird cool. Da freue ich mich drauf. So. Nicht zu lange Abschnitte, dass es ein bisschen vernünftig aussieht. Jetzt ab. Können wir nicht in die Höhe? Ist das zu hoch? Wir können aber auch hoch, oder? Ein bisschen Gegenrichtung. Ich will hier nicht durch den Tunnel die ganze Zeit fahren. Alles hier in der Schlucht, ne, es geht. Oh, das wird wieder so eine Waldfahrt hier. Eine sogenannte Waldfahrtstrecke. Ah. Hat wieder einen Clown gefrühstückt. So. Und hier können wir eigentlich. Wir könnten ja sogar mal so ein altes Viadukt bauen. Das finde ich gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen beim Viadukt. Der wird zwar, ist zwar dann ein bisschen ausgebremst, aber ist jetzt auch nicht so wild. Also wir haben, hier wird der Intercity halten, hier, ja gut, dann müssen wir eins von den Gleisen, muss der, können wir eine Kreuzweiche nochmal, nee. Nürnberg halt der Bahnhof so voll. Irgendeinen Bahnhof müssen wir nehmen, der voll ist, ne? Und ich mag die Strecke durch den Wald. Wir können ja die Bahnhöfe nicht erweitern. Das ist halt wirklich doof. Konstruktion gesperrt. Ja, oder wir halten, das sind die Züge, den Zug hier in Nürnberg. Vor Nürnberg, wir halten noch einen zweiten Bahnhof oder so. Der direkt an dem anderen schließt, sozusagen. Nehmen wir ein bisschen was weg. Wir haben nicht so viel Kohle. Aber wir haben ja auch keinen zweiten, die Möglichkeit, einen zweiten. Wir können auch keinen zweiten Eingang bauen für den Bahnhof, ne? Das geht ja alles nicht. Sehr schwachsinnig. Konstruktion gesperrt, ne? Hier ging's gerade, ich hab's gesehen. Schnell bin? Ne, leider nicht. Ich dachte, das könnte so austricksen, das Spiel. Wie kriegen wir das hin, dass wir hier. Könnten wir natürlich jetzt hier anbinden. Weil es muss ja auch eine Umsteigemöglichkeit, eine gute Umsteigemöglichkeit für den RE geben. Die Gleise könnten hier echt voll werden, sag ich mal. Obwohl, der fährt ja durch, ne? Wir probieren mal, ob Nürnberg das aushält. Nürnberg wirklich der Knotenpunkt jetzt. Wo ist das zweite Gleis hier? Ach, wir haben jetzt nur ein Gleis hier durch den Wald gebaut. Ja, da müssen wir das zweite Gleis nachziehen. Ich will schon zwei Gleise durch den Wald für den langen Abschnitt. So. Würde ich sagen, Doppelbelegung das Gleis, das passt. Dann würde ich hier noch Signale hinstellen, dass wenn hier ein Zug drin steht, dass die hier sich abpassen können. Wir müssten noch Ulm jetzt hier weiter anbinden. Haben wir schon, ne? Das ist zweigleisig angebunden, genau. Und hiernach wird es eingleisig, okay. Mal gucken, das geht, so. Ob das funktioniert, dass wir so einen langen Abschnitt wieder eingleisig haben. Ja, gut. Hier ist zweigleisig noch. Ja.
Ach, hier haben wir sogar eine Ausweichstelle. Sehr cool. Ja, okay, das passt. Ja, er sollte ja auch drauf passen. Okay, genau. Und dann... Die Strecke ist auch interessant. Hier durch den Wald teilweise und so. Dann fahren wir hier wieder raus. Dann treffen sich die beiden Linien wieder in... Ich mache hier aber zweigleisig bis Stuttgart. Da treffen sich zwei Linien beide mal. Ne? Also einmal fährt der von Nürnberg hinten über Ulm und fährt dann hinten, steigt immer wieder, fährt aber auch über Heilbronn, dass man da umsteigen kann. Das ist irgendwie eine interessante Verbindungslinie, aber finde ich cool. So. Dann würde ich sagen, das können wir auch hier so lassen mit dem Tunnel. Haben wir wieder so einen kleinen eingleisigen Abschnitt. So, genau. Hier müssen wir noch dafür sorgen, dass die hier nicht zu sehr in die Quere kommen. Hier genauso. Passt. Da haben wir den die Ausweichstrecke. Hier zwischen haben wir noch Signale. Hier müssen wir noch Signale aufbauen. Machen wir hier so. Also das sind wirklich lange RE-Strecken auch wieder. Für heutzutage eher so. Wo dann teilweise die RE dieselbe Strecke wie der Fernverkehr fährt, aber halt mit 10-mal zwischendurch halten. Dann wollen wir mal gucken, dass wir da noch einen Zug haben. Vielleicht können wir die später sogar noch ersetzen, dass wir modernere Züge einsetzen können. Nehmen wir einen Pendelzug, bitte aber auch in DB-Rot. 90 Meter kaufen wir mal. 4, 5, 6. 6 sollte reichen. Neue Linie. Dann würde ich gerne losfahren in... Ist das Nürnberg? Nein, das ist Nürnberg. Ulm. Dann halten wir hier. Ja. So, ja, perfekt. Dann ersetzen wir noch die ICEs und in der nächsten Folge machen wir eine... Würde ich wirklich sagen, eine reine Mitfahrtfolge fast. Wir werden fast die ganze Zeit nur mitfahren. Da hätte ich Bock drauf. Alle Linien mal abfahren, die wir so haben. Dann würde ich sagen, ersetzen wir noch die bisherige IC-Linie. Wird jetzt eine ICE-Linie. Da werden die Fahrzeuge jetzt einfach durch ICEs ersetzt auf der anderen Linie. Noch alle auswählen und einfach gewählte Fahrzeuge, ersetze gewählte Fahrzeuge durch ein IC1. 204 Millionen. Haben die Kohle nicht, verdammt. Aber die sind schneller, deswegen hoffe ich aber, dass es geht, wenn wir jetzt sagen, wir verkaufen diese beiden Züge hier und ersetzen die anderen. Haben wir zumindest die erste ICE-Strecke fertig und die zweite ICE-Strecke sollte eigentlich hier vorne kommen. Da haben wir aber echt keine Kohle mehr für. Wir machen aber auch mega Minus, ne? Ja, wir müssen mal gucken, ob wir dann vielleicht die Linien dann wieder profitabel haben müssen, aber normalerweise sollten wir die Linien auch eventuell profitabel kriegen. Kostet so ein IC, der ist glaube ich nicht so günstig. Wir müssen auch die ICs gleich noch kaufen, die wir einsetzen wollen. So. Einer kostet 62. Ja, können wir uns nicht mehr zwei leisten. Ich hoffe, das ist kein Fehler, jetzt richtig viel aufzunehmen, aber ich nehme jetzt einfach fast 100 Millionen auf, würde ich sagen. Kann man zumindest noch einen zweiten leisten. Oder? Ja. Kaufen. 22 haben wir noch. Kostet der, ne? Ja. Das wird nichts. Du kommst auf die neue Linie, bitte, von Frankfurt. Hoch nach
das wird jetzt ICE. Okay, dann haben wir das auch. Und dann sollten wir noch die andere ICE-Strecke benennen, irgendwie eine Nummer. ICE 17, keine Ahnung, irgendwie sowas. Dann haben wir das, dann können die Züge auch nochmal entspannter rausfahren. Steht er denn so komisch rum? Kein Weg elektrisch. Ah, okay. Warum denn kein Weg elektrisch, wenn du hier vom Bahnhof stehst? Ach, weil er in der falschen Richtung jetzt steht. Na, ich habe mich kein wartefreie Wege. Du, das ist wartefreie Wege. Das ist der RE, okay. Müssen wir dich mal kurz verkaufen. Wir schauen mal, was die Linien auch so sagen. Drei Minuten, passt alles. Passt alle 3 Minuten, außer der 99 Sekunden, ist auch ein Nahverkehr für Frankfurt. Lassen wir die alle mal hier rausfahren. ICE, wir müssen 8 ICEs im Einsatz haben. Ja, da müssen wir noch Geld kriegen, irgendwie. Geld verdienen. Kann es nicht irgendwie möglich sein, dass die mal Geld verdienen so langsam? Die Linien? Ich schau mal, ob alle jetzt kein Geld verdienen. Versuchen wir mal ein bisschen zu gucken, wie die ertragsmäßig laufen. Stuttgart-Nürnberg ist aber auch klar, der ist ja auch noch nicht so wirklich angelaufen. Der ICE scheint auch schon Leute zu transportieren. Aber was wir wahrscheinlich brauchen, gut, wir machen eine andere Sache. Ich hatte gesagt, nächste Folge nur Mitfahrten, deswegen machen wir jetzt auch ein bisschen Verlängerung, notfalls noch ein bisschen länger. Wir sorgen nämlich dafür, dass die Städte jetzt vernünftig im Nahverkehr auch angebunden sind an die Nürnberg zum Beispiel. Wie viel ist vom Bahnhof abgedeckt? Ja, nicht alles, ein großer Teil, sag ich mal. Ne? Aber ich fand, dass zum Beispiel bei Mannheim ist irgendwie nur so ein ganz kleiner Teil abgedeckt. Mannheim kriegt das auf jeden Fall vom Bus. Wenn wir keine Bahnhofszubringer haben, dann bringt es halt ja nicht wenig. So, zack. Hier hinten. Straße. Hier noch dann eine neue Linie. Dann lass uns mal sagen, hier brauchen wir die großen Busse hier. Der ist nämlich günstiger, deutlich günstiger im Unterhalt und 16 Leute. Wir nehmen mal die kleinen hier immerhin. So, Linie 3, Linie 4, Linie 5. Ist auch zu viel, glaube ich, einer weniger reicht. Linie 5, dann sollte zumindest Mannheim noch besser angebunden sein. Noch eine Stadt, die das braucht. Stuttgart wahrscheinlich, oder? Wie sieht Stuttgart aus? Ja. Stuttgart braucht auch irgendwie was. Wir könnten noch in Stuttgart tatsächlich eine Straßenbahn wieder einsetzen, hätte ich mir gedacht. Nee, ich würde gerne Straßenbahn haben. So. So.
Okay, dann lass uns noch ein paar Gebäude oder ein paar... Machen wir da einen Rundkurs draus oder lassen wir die am Bahnhof wenden? Das wäre natürlich besser, wenn die am Bahnhof wenden würden. Kommen die jetzt hier auch ein Gebäude für? Ja, ein bisschen teuer ist es. Aber gut, das ist es wert. Hier vorne halten. Hier halten. Hier halten. Hier halten. Und hier halten. Ja, neue Linie. Dann brauchen wir noch ein Depot. Das Geld haben wir noch dafür für ein kleines Depot. Ja, das sollte reichen. Dann kaufen wir denen jetzt auch noch ein paar Straßenbahnen. Und zwar würde ich die hier die. Ja, wir nehmen mal die ein bisschen älteren aus Russland eigentlich. Das ist jetzt nicht ganz aus Stuttgart, aber ist mir gerade erstmal egal. Noch eine Stadt, die das braucht? Nürnberg vielleicht, aber Nürnberg deckt eigentlich so viel. Man könnte Nürnberg aber auch mal drüber nachdenken, zumindest eine kleine Buslinie anzurichten. Ich glaube, wir haben nicht mehr das Geld, ne? Das könnte knapp werden mit dem Geld jetzt. In Nürnberg würde ich jetzt aber wirklich nur so eine Rundbusfahrt machen. Straßenfahrzeugdepot haben wir nicht schon? Ne, haben wir nicht. Dann kaufen wir hier. Haben wir noch Geld für Bus irgendwie? Ne. Könnten so einen kaufen. Nein, wir warten jetzt. Haben wir noch? Können wir noch Geld aufnehmen? Nee, können wir nicht. Dann hoffen wir jetzt, dass das einfach mal funktioniert ein bisschen. Müssen wir jetzt einen kleinen Moment noch warten. Ich würde mir gerne mal die Folge eigentlich gerne so beenden, dass wir noch einigermaßen profitabel sind. Und dann schauen wir mal, welche Linie hier gar keinen Gewinn macht. 21 macht die immer noch, der ich sehe. Weil die irgendwo stehen und nicht weiterkommen. Ich habe das schon gedacht. Die steht noch auf der Strecke, ne? Würzburg steht auf dieser Strecke. Dreh dich mal um. Sollte doch jetzt gehen. Wo stehst du? Warum das denn? Die Linie hat zwar wieder frisch gebaut, Linie verwalten. Nach Ingolstadt, bitte. Zweigleisig nach Nürnberg. Ja. Sehr gut. Jetzt passt das auch. Hat noch freie Wege. Steht hier irgendwas im Weg? Weil hier ein Signal fehlt, dass der vielleicht hier die ganze Zeit. Ne, hier ist auch gar keine Strecke dahinter. Hä? Also der steht jetzt richtig, aber der fährt hier nicht im Bahnhof ein. Warum nicht? Machen wir kurz Trick 17. Kommt jetzt von mir ein Sondergleis und wird dann gleich, wenn wir Geld hätten, wäre, hätte der ein Sondergleis bekommen, sagen wir mal so. Müssen wir verkaufen. Wenn der zu blöd ist, hier irgendwie was vernünftig zu machen. Oh, der fährt so rum, bleibt natürlich dann stehen und so rum. Ja, hier sieht man sieht den vollen Bahnhof, ne? Wo, weswegen der hier nicht weiterkommt. Also manchmal Transportfieber, manchmal ist es echt doof. So. Schauen wir mal den Takt an jetzt hier oben. 3 Minuten passt immer noch. Ja, passt alles.
Hier macht aber wirklich gar nichts Geld im Moment. Für die ICs. Der ICE, der sollte, die sollten langsam mal Geld machen. 64. Guck mal, 66 Millionen auf einmal auf dem Konto. Oder warum haben wir jetzt 100 Millionen bekommen? Sonstiges. Kriegen wir noch Geld von den dem Spiel jeweils? Das ist super. Dann kriegen wir irgendwie 100 Millionen pro Jahr. Ach, wahrscheinlich, weil... Ah, ich erinnere mich, wir haben ja überhaupt keine Geldsorgen. Weil wir ja notfalls die Schulden vom Staat, das haben wir ja, wurde ja schon mal gesagt. 56, ja, da haben wir direkt wieder Geld rausgeflogen. Aber ich würde eigentlich gerne schon probieren, das einigermaßen profitabel zu machen. Ich glaube, das wird nichts. Gut. Ich würde sagen, wir verabschieden uns mit dem Blick auf Frankfurt, während hier noch die ganzen Züge rausfahren, die bald auf die Linien sollen. So. Verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn es dann weiter heißt, wir machen Mitfahrt. Nächste Folge wird eine totale Mitfahrt-Folge. Da freue ich mich richtig drauf. Also bestimmt 3, 4, 5 Mitfahrten. Darauf dürft ihr euch auch freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge und tschüss.